Ja, das kann jetzt ja was werden. Will be displayed in the warehouse. Gewinner bei Betrayal Lie plus 3 minus 2. Ja. So, entweder haben wir jetzt 8 Punkte oder wieder 3. 4. Now opening. Ach, 4 Punkte wäre nicht so schlimm, dann. Luna und ich gingen raus aus unserem RB-Room ein bisschen später als die anderen. Sie standen bereits vor der Projektion und warteten auf die Ergebnisse. You chose Ally, right? Are you sure that was okay? Ja. Was sollte ich sonst machen? Ich hab's versprochen. Es ist okay. Ich bin sicher, Fee hat ebenfalls Ally gewählt. Really? Komm schon. Was ist mit dir? Traust du Fee nicht? No, that's not what I mean. It's just... Lass uns einfach gehen und schauen. Warum sprechen wir darüber? Wir werden in ein paar Sekunden wissen, was passiert ist. You're right. Let's go. Diese Spannung. Results from round 2 of the Ambidex game will now be displayed. Please direct your attention to the results screen. Sie hat uns gelinkt. Sie hat uns gelinkt. Ich hatte es ja schon befürchtet. Ja, 4 neue Punkte. Herzlichen Glückwunsch. Points have been assigned or subtracted accordingly. Please check your bracelet to see your updated bracelet points. Tja, ne? Hat sie uns die gute Fee gelingt? Hey! Was soll das? Warum hast du Betray gewählt? Ich dachte, wir hatten es versprochen. Schlaf gut, Belly. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Hosten und fürs Dasein. Na gut, wir haben es ihr versprochen, aber sie hat uns mal gar nichts versprochen. We? I don't remember that. Was? You promised me. You said you'd choose Ally. But I don't recall promising you anything. I was free to choose whatever I wanted. Also, wenn ihr jemand anderem ein Versprechen macht, dann auch aussprechen, wenn ihr was von ihm wollt, weil ansonsten, ne? Warte mal. You should have seen this coming. I told you I'd make you pay. And now I am. Hä? Ich hatte keine Ahnung, worüber sie sprach. You reap what you sow. This is your fault. You chose betray first. Als erstes? Du meinst in Runde 1? No. I mean the first round too. Hast du es vergessen? Schau dir nochmal ganz genau die Ergebnisse da oben an. Das ist Runde 2. Mein Vote war Ally. Deiner Betray. Ich habe nicht Betray gegen dich verwendet. Ich habe niemals Betray gegen dich gewotet. Yes, you have. Remember? Oh, don't lie to me, Sigma. Was? Drop the act. There's no way you don't know by now. Was wissen? What's happening to you? The strange things you've been seeing. Du meinst die Vorhersehungen? Ich wollte es sagen, aber das Wort formte sich in meinem Mund. Als sich das Wort in meinem Mund formte, fühlte ich ein Ziehen im Nacken. Jemand schaute auf mich. Ich drehte mich um und sah Luna, Clover und Kay. What are the two of you talking about? It's nothing.
Forget about it. I'm afraid it's not that simple. You were the only person who chose to betray this round. Is there some connection to what you and Sigma were discussing? Yes, there is a connection. But you wouldn't believe me. You don't know that. We might believe a lot. Fee schaute weg und scowled. Für einige lange Momente starrten ihre Augen in die Weite oder in die Ferne und ich konnte ihr Gehirn arbeiten sehen. Schließlich seufzte sie und sprach. Right. Well, I've got 9 points now. So sorry, but I'm out of here. Hä? Was meinst du damit? Do I really have to explain it? I'm leaving. Through the number 9 door. Hey! Warte! Ich stürzte um sie herum, vor sie und streckte meine Arme aus. You're in my way. Move. Nein. Ich lasse dich nicht gehen. Was ist mit dir passiert? Ich hätte nicht gedacht, dass du so eine Art von Person wärst. You ditch the rest of us. Die den Rest von uns benutzt, nur um gehen zu können. When someone betrays your trust, feels like a part of you dies. For me, I guess it was the part that cared. I don't think you have even the slightest idea what that feels like. Moment, was sagst du? Whatever. Just get out of my way. Nein, ich bewege mich nicht. I see. Then you leave me no choice. Als sie sprach, Fee bent down. Ach, jetzt macht sie wieder ihren Supersprung. Dann flog sie in die Luft über meinen Kopf. Ich drehte mich um, um sie dann neben der Nummer 9 Tür stehen zu sehen. Ihre Hand am Hebel. Du. Nice try. Sie grinste und zog kräftig am Hebel. Plaudite, acta est fabula. Gute Nacht, Seuche. Danke fürs Dasein. Was zur Hölle ist das? Applaud. The play has ended. That's what it means. Latein? See you later. Warte. Stopp. Haben wir wieder eine Vision? Als ich zu mir kam, schwebte ich durch ein Feld von nichts. To be continued. Okay. War das jetzt schon das erste Ende oder nur ein Teil des ersten Endes? Ja, ich muss jetzt speichern, okay. Wir sind fast ans Ende gekommen. Hier scheinen wir jetzt nicht weiterzukommen. In Anbetracht der Regeln ist dann See You Later nicht wirklich möglich, ja. Ich bin an einer Blockade angekommen. Das ist ja was. Schloss Nummer 8. How do we stop Fi? Okay, also irgendwie können wir sie aufhalten. Und dann hier. Aber wir wissen nicht, wie wir sie aufhalten können. Gut, dann müssen wir jetzt woanders weitermachen, würde ich sagen. Ich kann ja mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt dahin springe. Aber wahrscheinlich bin ich dann wieder genau da, ja. Zeigen wir es ihr, ja, aber ich fürchte,
Das kriegen wir jetzt nicht hin. Dann müssen wir uns jetzt was anderes aussuchen. Ich würde einfach mal sagen, wir schauen, was in diesem Strang passiert. Der ist ja auch nicht mehr allzu lang. Das heißt, wir machen jetzt mal hier weiter. Ambidex Frame Game Runde 2, ja. Und jetzt wählen wir Betray. Jetzt. Ach so, meinst du das Nachtfrische? Ja, jawohl, jetzt zeigen wir es ihr. So, Start. Ach, sehr cool, dass er direkt hier hinspringt. Ah, nee, doch nicht. Okay. Ding, ding. So, jetzt kommen wir hier mal eben. Skip. What are you going to do? Ich mach Skip. Das kennen wir ja alles schon. Und dieses Mal machen wir Betray. Mal gucken, was jetzt passiert. Halt, 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 halt. Nein, nicht skippen. Ah, Mensch. Okay, das können wir auch noch. So, you chose Betray. Ja. Did you do it to protect yourself? Were you worried that Fi might choose Betray? Das ist eine gute Frage. Ach, es gibt nur schon gesehenes Text. Okay, danke, Nachtfrische. Ach, super. Ich bin ehrlicherweise nicht sicher, warum ich es getan habe. Well, we should go see the results. I want to see how Kay and Clover voted. Richtig. Lass uns gehen. Jetzt bin ich mal gespannt. Results from round 2 of the Ambidex game will now be displayed. Please direct your attention to the results screen. Leilei, das ist gleich geblieben, das ist auch gleich geblieben. Und? Interessant. Sie hat Leilei gewählt. Aha, das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Points have been assigned or subtracted accordingly. Das finde ich ja ein bisschen schade, weil, ne? Eigentlich hätte sie nach der Logik trotzdem Betray wählen müssen. Das Please check your bracelet to see your updated bracelet points. Well played, Sigma. I guess a promise means a lot to you. Ich hatte nichts zu sagen. Sie hatte recht. Ich hatte ein Versprechen gebrochen. Why did you do it? Nee, Sheena, die Ausgangsposition ist genau die gleiche. Wir hatten keinen Kontakt mehr mit ihr. Was ich gewählt habe, kann sie nicht gesehen haben. Also sie müsste eigentlich ihre Wahl, darf sie ihre Wahl nicht ändern. Nothing to say. I guess I misjudged you. I thought you were better than this. That was not a smart move, Sigma. I won't forget this. I'll make sure you pay, even if it's the last thing I do. Elapsum semel occasionum, non ipse potest Jupiter. Stimmt, you choose Betray first, hat sie vorhin gesagt. Ah, dann wusste sie. Ah, alles klar, ja. Wir sind wieder bei. Jetzt müssen wir uns an Teil 1 zurückerinnern. Die morphogenetischen Felder. Und. Sie bezieht sich als Betrug auf diese Wahl. Das hier war für sie die erste Runde 2. Ganz genau. Okay. Also auch sie reist wie wir durch die Zeit und hat uns jetzt an uns gerecht. Was ist das? Was bedeutet es? Not even Jupiter can find a lost opportunity. Jupiter is a Roman god. Actually, he's kind of the Roman god. He's in charge of all the others. Not even Jupiter, the ruler of the gods, can take back what's been done. Aber jetzt mit diesem Zeitreisenzeug ist ja dann schon ein bisschen kompliziert wieder.
Ich drehte mich von viel weg. Ich konnte nicht mehr dort stehen und sie ansehen. Wobei, eigentlich ist das jetzt so, beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz, ne? Sie hat das gemacht, die Betray gewählt, weil sie sich an uns rächen wollte. Und wir haben jetzt Betray gewählt, weil wir uns an ihr rächen wollten. So. Das ist dann wieder die spannende Frage nach der Henne und dem Ei. Was war zuerst da? Vor mir standen Kay und Clover. Ihre Augen durchbohrten mich mit kalter Verachtung und ich schaute weg. Sie hatten beide Eli gewählt, wie versprochen. Die einzige Person, die jemand anderen betrayed hatte, war ich. Die einzige Person mit 9 BP war ich. Kein Wunder, dass ich nicht sehr beliebt war. What do you intend to do? You aren't thinking about trying to open the number 9 door, are you? Für einen Moment bedachte ich das Undenkbare. Könnte ich durch sie durchbrechen und die Tür erreichen? Nachdem ich durch war, wäre ich aus dem Spiel und frei von sehr Judgment, weiß mal, was es bedeutet, aber ihre Bewertung, also, ne, man darf nicht mehr. Aber man sehen sie nicht wieder und von daher ist egal. Nein, ich kann das nicht machen. Wie könnte ich es rechtfertigen, sie alle zurückzulassen, sodass nur ich entkommen könnte? Warum hatte ich Betray gewählt? In meiner Erinnerung schien es ein ziemlich... einfach nur als würde ich sehen wollen, was passieren würde, wenn ich es wähle. Ja, so war es ja auch. Wenn Betrayal das war, was ich wollte, dann hätte ich das Ganze mit Zustimmung machen sollen. Aber hier war ich und ich konnte nicht mehr zurück. Selbst wenn ich die Nummer 9 Tür nicht versuchen würde zu öffnen, würden sie mich mit allem, was ich tat, verdächtigen. Vertrauen ist einfach zu brechen und schwierig zu reparieren. Andererseits könnte ich nur irgendwie die Uhr zurückstellen. So war ich gefangen mit den Konsequenzen meiner Aktion. Alapsum simel occasionum, non ipse potest Jupiter reprehendere. Not even Jupiter can find a lost opportunity. Wie könnte ich etwas tun, das hinter der Erreichbarkeit eines Gottes war? Warum hatte ich nur nicht Eli gewählt? Was würde dann mit mir passieren? Was wenn? Dann sprach Vieh und ich blinzelte. Sigma, we're just doing this to be safe. We can't let you run around with 9 BP. I'm afraid you're going to have to sleep for a little while. Okay? Was? Hä? Ich wollte mich gerade umdrehen, aber es war schon zu spät. Ich fühlte eine harte Hand, die mir in den Nacken schlug. Oh, oh, oh. Und alles wurde schwarz. Game over. Tja. Wir haben die 9 Punkte erreicht. Und es gibt Errungenschaften. That wasn't supposed to happen. Und every ending begins somewhere. Tja, Schiene, das Gemeine. Ich hätte Ihnen sogar zugestimmt, ja. Speichern wir natürlich. Und wir haben hier tatsächlich ein erstes Ende gefunden. Wahnsinn.